Düdel, da sind wir. Wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Retro-Stream am Sonntag. Heute ist der 18. April, es ist 17 Uhr und wir spielen 16 Versuche mit... Oh Gott, das war jetzt Versuch. Es gab mal so eine Meldung im Sport, da ging es irgendwie bei der Vier-Schanzentournee in drei... Ich muss das nochmal recherchieren, also ich werde es beim nächsten Mal erklären. Das war ein richtig geiler Gag, der ging von 9 runter auf 0. Könnt ihr euch vorstellen, was wir, ich meine. Nee, gut, ich auch nicht. So, da redet der Daddel wieder wirr und spielt deswegen auch dieses Spiel McDonald's Land für das NES von 1900... Irgendwann? 91, genau. Und der Insider, der unlängst hier Global Gladiators gezockt, das war quasi das Pendant auf Mega Drive, ganz anderes Spiel. Und da ist es halt nur... logisch, dass wir irgendwann auch mal uns die NES-Version angucken. Und das machen wir heute. Er redet wirr. Genau. Der Milanese, der... Ja, gestern war der Milanese nüchtern, aber ich habe mir den Stream vom vorletzten Mal Kolat Part 1 nochmal angeguckt. Jesus! Hat der ein Zeug da von sich gegeben. Ist ja Hammer. Unglaublich. So, alle, die zu Hause sitzen und ein McRib oder ein Big Mac oder ein Royal TS oder Fish Mac... Mac Sunday Eistüte, damals noch für eine Mark. Oder sich ein Happy Meal geholt haben und da einfach die Tüte, Junior-Tüte drauf geschrieben haben, denn das war noch die guten alten Zeiten. Den wünsche ich jetzt guten Appetit und viel Spaß bei diesem schönen Spiel. Siehst du? Da sage ich jetzt mal die Mac Chicken. Oh Gott, was ist denn los heute? So, wir starten das Spiel. Das ist heute extrem anstrengend hier. Ich habe mich schon mental auf das Spiel vorbereitet. Ist, weiß nicht, ob es so schlimm wird wie Battletoads. Die Mac Divinity ist gerade ein Ace-Ding. Das ist so ich bin mal ein bisschen verwirrt. Okay. So, best nochmal aufhören und anfangen. Das ist manchmal besser. Ne? Rese? Aber, ne? So. Ich bin halt heute ein Otto geworden. So, jetzt muss ich die Pause hier beenden. Du spielst mir wieder mal ein bisschen. So, Epic. Du spielst wohl wieder mal ein bisschen. Vielleicht liegt's hier dran. Wer weiß. Der McAce ist heute ein Divinity Burger. Die Musik extrem geil. Eine der coolsten Musiken bei NES Games. Glaubst du gar nicht. Und wir spielen den. Der hat auch einen Namen. Da steht's ja auch drauf. Mick und Mac. Mick und Mac. Ich denke, er ist Mick und der andere ist Mac. Das Spiel hat, verschiedene Welten. Fast wie Super Mario Bros. 3. Das ist sehr angelehnt an Mario Bros. 3. Und ist für ein Werbespiel extrem gut. Und da ist er. Der Ronald. Der Ronald McDonald. Er zeigt seinen magischen Sack. Er zeigte den Kindern seinen magischen Sack. Der Junge hat auch genau die richtige Größe für... Sage ich jetzt nicht. So, der Hamburgler hat geklaut. Der hat meinen magischen Sack geklaut. Den müssen wir jetzt zurückholen. Und wir müssen in jeder Welt mindestens 4 dieser Puzzleteile oder dieser Karten einsammeln. So sieht es nämlich aus. Und mit 4 Karten, ja genau, dann zeigt er uns, wie man zu Birdies Haus kommt. Zu Birdie Vogt sein Haus. So. Welt 1. The Ronald's Clubhouse. The Clubhouse. 4 Karten werden gebraucht. In 6 Leveln. Genug geschnattert, jetzt geht er los hier. Hui! Wir konnten diese Dinge ausfüllen hier, genau. Und sammeln McDonald's-Zeichen ein. Ich weiß gar nicht mehr, für was die gut waren. Ich glaube, die geben auch irgendwie was ganz Tolles. Und spielmechanisch ist das ganz weit vorne, muss ich sagen. Echt cool gemacht. Schneggy! Hallo, Schneggy! Das war nix. Soundmäßig okay oder zu laut? Sagt mal gern Bescheid.
dann kann ich da ein bisschen nachjustieren, wenn es nötig sein sollte. Aber ich finde die Musik sehr gut. Deswegen drehe ich heute voll auf hier. Ei, springende Pflanzen. Oh Gott! Springblume am Start. So, wir konnten auch. Genau, wir können, der kann rennen. Hi, yes, es. So. Noch lauter, sicher. Ich frage lieber mal die anderen, weil der Herr Milanese, da weiß die ja nicht. So, wir können auch den hier machen. Und da hat eine Karte. Wir haben eine Karte. Direkt in Level 1. Weil wir es können, haben wir direkte Karte. Da wird sich der Clown freuen, wenn wir die haben. Ah, komm! Tick lauter, okay. Besser? Du. Musik ist, glaube ich, von demselben, der die Musik für Plock gemacht hat. Meine ich mal gelesen zu haben. Ich will es jetzt nicht beschwören, aber könnte ich mir vorstellen. So, ui. Das ist eine 1. Weil wir die Nummer 1 sind, ist da eine 1. So. Ja, nice. Und Tag auch an der Patrick. Servus. Ein Royal. Heute ist damals ein Cheeseburger gewesen. So sieht es nämlich aus. So sieht es leider aus. Ich wollte das Thema schon drauf bringen, die McDonalds-Filialen, das hat der Insider jetzt, glaube ich, mal gepostet. Die sehen ja heute aus wie Trauerinstitute, wie so Beerdigungsinstitute. Und da stand drunter, McDonalds ist mit den Leuten älter geworden. Alt und grau und voll und ohne jedes Leben irgendwie. Jesus Christ. Hier in der Stadt hat jetzt ein, ich glaube, der erste McDonalds, den es hier damals gab, hat jetzt, ich denke, aufgrund der Corona-Krise dicht gemacht. Den gab es, glaube ich, seit den 70er Jahren. War immer so mein Stamm-McDonalds. Die haben jetzt dicht gemacht, habe ich letztens gelesen. Ich dachte, okay. Gut, ich war jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so oft da. Aber schon traurig. Der gute Meckes. So, The Bear. Bitte. Geldmacherei, genau. McDonald's in Heidenheim ist abgebrannt. Ja, sag mal. Was? Nein! Ich muss doch Karten sammeln. So. Ich weiß gar nicht mal, was diese Zahlenblöcke zu bedeuten hatten. Ich könnte ja mal theoretisch in die Anleitung schauen. Wenn ich zu blöd bin, das raus. Jesus! Spiel wieder letzte Depp hier, aber. Ich habe auch nicht geübt vorher, das ist die Problematik. Hm. Schade. Man sieht's auch. Ich habe eindeutig nicht geübt. War es nicht so? Moment. Warum mussten wir nicht so einen Block dagegen pfeffern? Vielleicht auch nicht. Hm, weiß gar nicht mehr, wofür die Blöcke da waren. Ich kann ja mal gucken. Das will ich jetzt nämlich wissen. Guck mal die Anleitung. Blöcke mit Nummern. Ziel des Spiels zu gewinnen, ja. Blöcke mit Nummern. Ach so, das gibt einfach ein extra Leben, der Block. Okay, danke. Ich lass die mal hier liegen. So. Einer der ersten Generationen. Zufällig zu der Zeit, als die Läden im neuen Look umgestaltet haben, ist nachts komplett abgefackelt. Ja, Mac, es ist leider auch scheiß teuer, muss man sagen. Man wird nicht satt davon, es ist sauteuer. Es hält nicht lang. Aber manchmal, ja, kann man trotzdem nicht widerstehen, ist halt. Ein guten Big Mac muss schon ab und zu mal sein. So, können wir das?
Wir können, weil wir gut sind. Da unten ist ein Kackfisch. Selbst den haben sie aus Mario Bros. 3 übernommen. So. Und da haben wir die Karte. Das ist das Wichtigste überhaupt. Für die Karte einsammeln, jedes Level. Knuddelidut. So, da ist ein Block für diese... Oh, lecko mio. Oh. Kackfisch! Der Kackfisch hat's geregelt. Na toll. Trotzdem weiß ich gerade nicht, wie man an dieses Ding kommen soll, an dieses Extra-Leben. Man müsste ja theoretisch... Wobei. So vielleicht. Ich werde es testen. Nein! Ach komm! Wer? Achtung! Der rennt aber manchmal so schnell los. Anstrengend. Hey, Witzka. In der Mittagspause lieber einen Leberkäse wecken. Richtig. Ist echt, McDonald's ist mit uns groß geworden. Damals noch mit Clowns, Spielzeug und Rutschen. Bis heute einem depressiven, gothic Erwachsenen, der Kaffee braucht, um funktionsfähig zu bleiben. Und pseudogrünen Veggie-Burgern, die keiner will. So ist es nämlich. Weil heute alles scheiße geworden ist. Irgendwie. Das ist alles nicht mehr das Wahre, muss man leider sagen. Ja, wir haben ein Leben. Na also. Mein Leben. So. Schnapp die Uhr. Oder Karte müssen wir erneut einsammeln. Okay. Und es gibt halt heutzutage auch so richtig gute Burgerläden, diese Premium-Burgerläden halt, ne? Und das kannst du halt nicht mit diesem Zeug von McDonald's vergleichen. Das ist halt... Kostet halt auch mehr, aber ist schon hammergeil. So, dann nehme ich halt das Boot. Kann mich der Kackfisch da unten mal kreuzweise? So. Hey. Ich war mit dem Lift. So. Ich hab's geahnt, dass ich das schaffe, wollte ich sagen. Das ist ein Reißverschluss gewesen. Da wäre es in irgendeinen Bonus gegangen. Gut. Ich könnte es nochmal versuchen, aber ich glaube, das ist nur irgendein Bonus-Game gewesen, dieser Reißverschluss. You found a card for Ronald's Clubhouse. Theoretisch. Ach, lassen wir es gut sein. Gehen wir ins nächste Level. Das sind Baumstümpfe. Sieht ein bisschen aus wie Shit-Pickles da auf der Map. Okay. Das war ein anderes Spiel. Das müssen wir demnächst auch nochmal vervollständigen. Der zweite Teil vom AVGN-Game. Assimilation. So. Wer ist er denn? Oh, da ist die Karte. Warte mal, können wir hier? Ist hier ein Trampolin? Nö. Irgendwo muss eins sein. Wo auch immer. Wo ist die Karte? Ah ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben sie. Card. You got a card. McDonald's hat Papierstrohhalme jetzt. Genau. Ja, Strohhalme werden jetzt eh bald verboten. Von EU. Von der EU. Vom König der Oettinger. Ja, geilst. Ja, nice. Läuft. Ja, damals vom Taschengeld immer so eine McSunday-Eistüte für eine Mark damals. Mein Gott, das waren noch Preise. Eine D-Mark, hast ein Softeis bekommen. Richtig großes auch.
gut war's. Ein Milchshake. Milchshake war mal geil. Immer Erdbeer. Erdbeermilchshake. Jawohl. Weiß ich noch, habe ich mal einmal so schnell getrunken, dass mir so schlecht war. Die Milchshakes sind halt eisig kalt bei McDonald's. Aber es ist halt alles so lecker. Man liebt sowas als Kind. Man will das haben. Nein. Ach komm, der Block. Ist auch der verkehrte. Ich brauche einen anderen Block eigentlich. Aber von hier aus dahin? Okay. Heppa. Genau wie die Pappbecher an Silvester, hab die ganze Buchse voll gehabt, weil die immer durchgetropft waren. Alles Pappe. Früher waren sogar die McDonald's, die Hamburger Schachtel noch aus Styropor. Seid ihr noch aus der Generation, wo die Dinger aus Styropor waren? Das ist echt lang her. Das war, glaube ich, bis so Anfang der 90er der Fall. Bis sie dann irgendwann so Papp-Dinger umgestellt haben. Die M-Wolken, das ist schön, ne? Was ist denn das für ein Quatsch? Muss ich mich damit was draufstellen? Könnte ich mir vorstellen. Und es ist! Das habe ich jetzt gar nicht mehr gewusst, siehst du? Muss die Gesetze der Schwerkraft ein bisschen kennen hier in dem Spiel. So. Bleibst du. Bleib von meinem Stein weg, Schneggi. So. Styropor-Beste! So. Mal sehen, ob ich das bekomme hier. Ja, der ist fertig. Aber wie komme ich da hoch? Und hier? Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Alter! Kinder sind... Nee, ich glaube nicht. Oh, von da hinten irgendwie da hochkommen. Auch schon wieder ein Stein. In Stone. Router neu starten. Okay, bis gleich. Le Router. Bin ich heute runterstellbar? Wahrscheinlich. Die Uhrzeit normal immer. Kommt man denn da? Jesus! Ah, da ist dieser Dingsblock. Ich glaube, den muss ich aktivieren. Ja! So ist es. Na! Ah, Jesus! Weil das Spiel kein Zeitlimit hat. Hier erstmal zurechtfinden. Das ist die Karte jedenfalls. Alles gut. Ja, alles schlecht. Nee, ich bin doch nicht runterstellbar. Was ist denn wieder? Ihr Twitch ist ein Saftladen. Twitch, hört ihr mich? Ihr seid... Genau so. Ihr seid Spitzbuben! Spitzbuben! Moinsen der Tino, Servus und willkommen zu McKids Junior Tüte The Game, auch genannt. Ah, Schnecke! Schon moin! Ha, der Lumpen! Ah, komm! Die Schneck, die macht mich kaputt hier in einer Tour.
Das sind Lause. Hep! So, jetzt muss ich mich zurückschleudern lassen. Das ist ein Leben, by the way. Musik ist so schön. Ich mag die total. Die ist echt episch. So. Ah! Hey! Nettes Ding, du. Riesen McDonalds-Dingens, oder? Wofür? Na! Das ist jetzt alles. Aber nicht viel. Bin enttäuscht. Ja, wir haben die Karte. Ist okay. Ich guck nochmal schnell in die Anleitung, wofür diese Ems eigentlich gut sind. Ich denke mal, es gibt ein Leben für eine gewisse Anzahl. So, ich gucke. Wir haben es gleich. Goldene Bögen heißen die hier in der Anleitung. Sammle so viel wie möglich. Wenn du 100 gesammelt hast, kannst du ein Bonusspiel erreichen. Ah, kein Leben, ein Bonusgame. Wenn du dort erfolgreich bist, hast du die Chance, 5 extra Leben zu erhalten. Nehmen wir Bescheid hier. Okay. Dann lohnt sich das ja richtig. So. Ah, schade. Yeah, High Five! So, hey. Wir haben unseren Soll an Karten bereits erfüllt, ja? Cards needed 0. Das ist doch nett. Uppala. Blöder Bär, du. Hast du wieder ein Leben? Leben ist das relativ großzügig, das Spiel. Echt? Gar nicht schlecht. 5 Leben wir schon auf der Uhr. Tino! Geht's gut? Oh. Wenn da nichts ist. Ach komm! Wenn da nichts ist, weiß ich auch nicht. Auch schon schwer da hinzukommen. Uiuiuiui, da ist doch was. Hi Bär. So. Musik, yes. Episch. Hopp. Die finde ich echt gut. Boah, was ist er denn? Ein komischen Vogel dieser. Und das Nette, die Leben sind auch immer wieder da. In jedem neuen Versuch. Das heißt, hier läuft der Hase. Ich so schön sag immer. So. Gehe. Mach diesen hier. Guck mal, Tino, was ich hab. Falls du gestern nicht da warst, ich hab jetzt das hier. Für SNES Lester the Unlikely. Bestes Spiel, was jemals erschienen ist. Ich kann es nur nicht spielen, weil ich noch kein amerikanisches SNES habe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber ich wollte es haben. Ich wollte es einfach haben. Ah, der. Dummes Vieh, du. So, wir haben die Karte. Bin neugierig, will die Ems noch einsammeln. Ah, Vogis! Die Vogis haben es gerade miteinander getan. Sie haben es. Sie haben es getan. Habt ihr das gesehen hier? Vogelpaarung live im Spiel. Tja. Hui. Hat McDonald's in dem Game auch eine Message, so wie bei GG, rette den Wald, esst mehr Biber. Ich weiß es nicht, ich hab's noch nie durchgespielt. Wir dürfen gespannt sein.
bin sehr gespannt. Der Empfang. Der Empfang ist besser. Habt ihr die Zimmerantenne neu justiert? Sehr gut. Komisch, ich habe eine Karte eingesammelt, aber da oben ist immer noch ein M sichtbar. Als zu viel. Warum auch immer. So, ha, Fogi! Das beste SNES-Game, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der Lester erinnert mich immer an mich selbst irgendwie. So, hepp! Oh. Ich mach hier Sprünge. Hey, da sitzt jeder Sprung. Was ist denn hier heute los? Was ist denn hier heute los? So, dann muss ich mal einen Stein mitnehmen, du. Entschuldigung. Ah! Guck mal, den Bär, der schlong da oben. Ja, nice. So. Ein Leben. Sechs Leben. Und dann das. Die Karte ist auch da oben. Habst du ein Buch unter den Router gestellt? Sehr gut. Ich will nicht fragen, welches Buch jetzt. Vielleicht hat es mit dem Titel des Buches zu tun. Naja. Schade. Hätte ja sein können. Wollen wir das nochmal versuchen? Wir versuchen es nochmal. Ich will mehr Ems. Gib mir Ems, Spiel. Uiuiuiui. Da komme ich jetzt. Na doch. Steuert sich gar nicht schlecht, auch wenn es ein bisschen anders aussieht. Das Einzige, was stört, dass der manchmal so schnell losrennt, aber es ist echt gut steuerbar. Das ganze Spiel, was bei Global Gladiators war, das habe ich jetzt nur mal im Raffle kurz gespielt, was auch schon lange her ist. Oh, Bea, bist du wieder da? Kannst du mir doch nicht antun. Georg Soros Biografie, okay. Alter. Jetzt weiß ich, wie es geht. Sehr schön. Da oben blinkt auch schon das Ding. Das heißt, jetzt müsste irgendwo ein Bonusspiel kommen. Kommt jetzt eins? Oder wäre das wieder dieser Reißverschluss gewesen? Nee, you found a card for Professor's Workshop. Jetzt kommt der Bonus-Game. The Fug. Habe es bereits verkackt? Okay. Beim nächsten Mal vielleicht. Ja. Achso, jetzt muss ich zurück zum Ronald gehen, um ihm die Karten zu bringen, glaube ich. Denke ich. Whoa, you have found enough. Wie redet der eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie, wie Ronald redet. Of my puzzle cards. Hurry on to Birdie's Treehouse. Hamburgers was last seen with my bag, mit meinem magischen Sack. Bonus M. Mick and Mac took off to the tall treehouse where Birdie the early bird lives. Hi. Hamburger has run off into Grimer's world. If you can find five of my puzzle cards, I can show you the way. Selbe Spiel wie vorher, fünf Kartenteile. Welt 2. Ja, nicer, nicer. Jetzt brauche ich nämlich schon fünf Karten. Was ist denn? Das ist... Das wäre ein Mitglied vom Ku Klux Klan. Wie heißen die? Genau. Oh, da oben ist die Karte. Komm schon dahin. Da muss ich irgendwie einen speziellen Weg gehen, ne?
Sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht so und so und so. Könnte ich mir vorstellen. Genau. Lass mal warten, bis die dusselige Wolke wieder da ist. Ab letzter Woche noch ein altes Foto vom Soros in SS-Uniform gesehen. Heute ist er Chef von der von der Leyen. von der Leyen. Wo geht's? Ne? Was? Okay, Ehrenrunde. Hast du gestern Kolat noch beendet? Ja, wir haben es gestern geschafft. Nach einer langen Suche ist es uns gelungen. So. Wow, das ist natürlich nett. Muss man genau auf dem Ding landen. Das ist nett. Hui, Aleko. Hallo, Wolke? Was? Was ist die Wolke? Ah, da. Mal kurz den Bildschirm verlassen, dass die neu kommt. So. Jawohl. Nein, okay, vielleicht. Na, komm. Oh, das wird hart. Aber nur ein Herz. Gib mir mal ein Herz. Ui, ja. Ungefähr hier. Ah, bisschen weiter auf der rechten Seite. Nein, du blöde Wolke. Wer hat sich denn das ausgedacht? So, hier. Ja, geilst. Na. Komische Gewürzgurke da. Ah! Jetzt war knapp. Oh nö, ich muss das Ding nochmal einsammeln. Oh. Nein, hoch! Nee. Rewald Gurkentopf. Au. So, hä? Ja, jetzt haben wir es langsam raus. Schon wieder er! Typ. Ui, so viele Ems. Gib mir Ems. Nächsten Sonntag? Ja, nächsten Sonntag gibt es kein OH-Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich spiel. Poki vielleicht. Was sind das für. Ach Gott! Mal so halb besoffen schon Toki spielen, als ob das was wird. Fatsch! Ein Kackding. Oh. Ja. Hoi Dattler, TL, Servus, ja, das ist das McDonaldland-Spiel fürs NES. Was für ein Werbespiel extrem gut ist. Vor allem musikalisch haben sie da alles rausgehauen. Echt gut geworden. Diese komischen schwarzen Dinger da. Bringen die was?
nicht. Deko. So, das ist die Karte. Ich mache Samstag vor Unfug auch kein Last of Us, sondern was Lustiges. Oh! Divinity, was Lustiges. Ich bin gespannt. Was das wohl wird? Was das wohl wie? Das ist ein Abgrund, okay. Danke für die Info. Alter, jetzt muss ich das Ding nochmal einsammeln. Blöde Karte. Neon Drive, ja, das. Das wäre eine Möglichkeit. Da machst du aber was mit hier mit diesen Wolken. Jetzt. Puh, cool. Mir ist aufgefallen, hier gibt es zwei Karten in dem... das gerade irgendwie falsch gesehen ist. Scheinbar gibt es hier zwei Karten in dem Level. So. Sehr schön. Tatsächlich zwei Karten in einem Level. Hoho. Ja, aber hier, ich weiß es ja nicht. Nee, ich trau mich nicht. Lass ich lieber da sein, die leben. So, sich McDonald's Treasure Adventure auf dem Sega Mega Drive wäre auch ein Stream wert. Gibt's ein zweites McDonald's Werbespiel? Auf Mega Drive? Ich kenne nur Global Gladiators als Werbespiel von McDonald's auf Mega Drive. Das habe ich sogar da. Gibt's da noch ein zweites? Das wäre was für ein Insider. Das ist eher so eine Mega Drive, Checker. Ich bin da immer schlecht bei Mega Drive. So, Karte 1 ist aufgelöst. Nix da. Muss ich mir glatt mal anschauen. Das zweite. Nicht schlecht. Oh, der Frierbär. Der Frierbär. Jesus, der Arme. Was ist denn da unten? Wie kommt man denn da dran? Komm, wir riskieren's. Selbstverständlich. Ich muss den Frierbär entfrieren, damit wir da runterkommen. Was keinen Sinn macht es. Aha! Ich verstehe. Nicht. Okay. Ah! Nee. Ich verstehe nicht so ganz, was... Okay. McDonald's Treasure Land Adventure. Das ist noch besser als das andere, okay. Ah ja, Mist. Kommst du denn da hin? Oh, der kann Schnee... Schneebälle nehmen. Aber schmeißen kann er sie nicht richtig. Wie wirft denn der? Du wirfst ja wie ein Mädchen. Okay. Hallala. Was ist denn das für ein stranges Level? Gerade. Okay, vielleicht hier. Ah, da oben. Ah, ja. Jetzt geht er los hier.
Jetzt geht er los hier. Und schuh. Ah nein, zu wenig Anlauf. Cake. Wie kann man sich anstellen? Wie schlecht. Nicht das Ding berühren. Nicht das. Okay. Ich verstehe das mit diesen Frierberries nicht. Oh Gott. Ab. Uing. Lass mal das Ding kaputt machen. Der geht nicht kaputt, der geht nur weg. Der Bär. Ja, nice. Ach, die Decke gilt ja auch als Abgrund jetzt, wenn ich da so... Oh. Was alles keinen Sinn macht! Meine Leben! Ja, ist egal. Ist egal. Da kommen wir nicht. Ach so. Packe. Hauptsache, ich habe die Karte. Der Rest ist mir wurscht. Oh Gott. Komische Gegner hier am Start. Ah! Okay. Immerhin. Ah, sag mal, was ist denn hier los? Ne, ne! Zu schwer. Der Typen ist zu schwer mit dem Stein. Mhm. Oh Gott. Ah, das ist ein... Das ist ein Bonus-Game hier. Ein Bonus... Dingens irgendwie. So? Nein! Ah, shit. Ah, Leben verpasst. Egal. Aber wo ist die Karte hier? Ha! Pass doch auf, schnell, Mann! Ja. Ist der Schnee wieder da? Bitte. Nein! Dann habe ich ja gar keine Chance mehr. Alter, wie denn? Ich bin verloren. Ja, ciao. Das ist ja super. Ganz toll. Wie kommt man da unten hin, frage ich mich gerade. Hä? Werden die Level langsam kryptisch hier? Hm. Mui. So, wieder umdrehen. Genau. Ich muss immer wieder umdrehen, sonst kann man hier schnell sterben. Oh. Ah, okay. Was ist das? Wie soll das denn gehen? Wow. Tja. Sind wir da wieder wo? Hey. Verstehe das nicht.
Das verstehe, wer will. Komischen Frierbären da. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel Continues hat. Wenn nicht, wäre natürlich scheiße. Sollte man sicherheitshalber saven gleich. Sehe dazu, dass ich das Level irgendwie schaffe. Da darf man nicht von zu hoch runterfallen auf diese Schneedinge. Und nicht mit Steinen draufstehen. Start to continue. Okay. Boah, da geht die Welt von vorne los. Okay. Cake! Cake! Gut, dass ich das weiß. Einmal. Hi, Bella! Komm schon! Champion! Versuche es. Hui! Toll. Das war nix. Springen! Jesus! Ah! Shit, Pickel. Ich warne dich. Na! Krieg schon die einfachsten Sprünge nicht mehr hin. Oh, liebes Lieschen. Der Typ! Der Typ. Gerade so. So. Der nicht. Nein! Der springt so weit, Mann! Was ist los mit dem? Jetzt werden die Levels langsam direkt mal arschig hier. Welt 1 hat man noch Welpenschutz und jetzt. Los. So. Weg da. Okay.
Du blöder Depp. Du blöder. Gib mir die Bögen. So. Ich frage mich echt, wie man da runterkommen soll. Da links ist überhaupt nichts irgendwie. Hm. Oh, Kackwolken. Jetzt wird echt angenehm, du. Oh. Jetzt lässt das Spiel die Maske fallen. Oh Gott. Oh Gott. Ha! Wow! Erst Bonus. Bin ich vorhin gar nicht hingekommen, ne? Ah, diese. Das ist schlimm mit diesen Wolken. So? Nein. Nein! 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 Komm da hoch, wenn es noch ewig dauert, ist mir egal. So, hüpp! Diese obere Kackwolke, die ist so schnell unterwegs. Alter! Danke. Na, endlich. Ah, so. Ja, gut. Das hat sich echt gelohnt. Da kommt man... nicer, nicer. Na, rechts ging es auch noch irgendwie lang. Mal könnte man sich ja jetzt hier kaputt gehen lassen und immer wieder zwei extra Leben holen. Könnte man hier Leben farmen wie ein Bekloppter. Und noch ein Bonus. Mit noch einem Leben. Oh nein. Da verlieren wir natürlich ein Leben. Was ein Getrolle. Wow. So ist das also. Okay. Wow, wie auch immer. Wie auch immer ich das geschafft habe. Ja, danke, blöde Wolke, du. Du doofe Wolke. Cake. Ja, so ein schlechtes Timing irgendwie. Die eine ist da ganz auf der rechten Seite, wenn die oben ist. Hm. Das ist doch scheiße. So. Okay. Karte. Dumme Sau. Okay. Leben sind da. Theoretisch könnten wir die wieder einsammeln. Werde ich auch tun. Okay. Am besten ist natürlich so, geht's viel schneller. So. Da können wir echt Leben farmen. Können wir auf 99 Leben uns hochfarmen. Aber wäre ein bisschen öde, deswegen. Ziel!
Aber an der Stelle ist auch mal ein Safe. Sicher, sicher. So. Quick Save State. Also, geht denn das hier? Meckets. So, also mit dem kryptischen, komischen Level hier. Ich weiß, was das soll. Nö, geht nicht. Vielleicht gibt es ja auch wieder so einen komischen Reißverschluss, wo wir auf der anderen Seite wieder rauskommen, hier vorne. Könnte ich mir vorstellen. Geh mal einfach mal. Alter, blöder Bär, du. Genau. Das bringt aber irgendwie auch nicht so viel. Da sind nur die paar M's hier. Vorsicht. So. Wie geht das hier? Da kommen wir irgendwie raus und können uns da unten katapultieren. Moment. Gar nicht so easy. Ich glaube, ich war eher analogisch. So. Mit Stein. Ja! Tricky, tricky! Tricky, tricky! Leben! Nice! Wenn wir zusehen, dass ich wieder auf die andere Seite komme. Die andere Seite. Ja! Hammer! Wir haben's! So. Hui! Knapp! Und M! Karte! Oh, ein bisschen Reißverschluss. Vorsicht. Oh Gott. Na! Ah, scheiße. Haben wir noch eine Chance? Ah, du dummer Sack, Schneemann! Gott. Spannung. Okay, grad so. Aber grad so. Du dummes Ding, du. Ja. Okay. Scheiß Bär. Ist das überhaupt ein Bär oder ein Biber? Ja, jedenfalls sowas. Der Frierbär, mir tut er nicht leid. Der ist ein Sack. Ein Dummer. Ist ein dummer Doofbär. Ein dummer Doofbär. Moin Goku, Servus. Na böhn. Bär ist doof. Jetzt können wir hier über das Leben farmen. Auch eine gute Sache. Mui. Der Bibär. Ja, kann man akzeptieren. Das nicht. Das ist scheiße gewesen. Das ist scheiße gewesen. Oh, mal doch die Karte. Ich brauche noch die Karte. Die Karte. Du Sack! Da unten war noch ein Leben.
Man muss auch auf diesem Ding landen, sonst bricht man durch bis in den Abgrund. Muss man da wissen, wo dieses Ding ist. Ui. Eieiei. Schon gar nicht einfach, du, das Spiel. Oh. Nein! Mach keinen Scheiß. Mach kein Scheiß, habe ich gerade gesagt. Spiel! Oh Gott. Jesus, der Frierbär. Das ist schon einer. Tschüss. Fange ich hier sterb, hole ich mir auch das Leben immer wieder. Ja, wäre ja gelacht. Sechs Leben. Dim 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 dim. Sogar zwei Leben, hier können wir jetzt theoretisch auch wieder farmen, wie die Bekloppten, ey. Im letzten und in diesem Level. Können wir Leben farmen. Können wir uns abpowern bis 99 oder wie weit auch immer dieses Ding geht. Nee, 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 nee. Das ist eine Scheiße mit diesem Schnee. So blöd. Ah, come on. Ich liebe es jetzt schon. Almenrausch und Pulverschnee. Falls noch jemand diese schöne Serie kennt. Der Insider und Divinity haben sich wenigstens, wie sich das gehört, richtig vorbereitet. Auf McDonalds-Spiel mit McDonalds-Zeug. Alle Achtung. Ihr müsst euch den beiden eigentlich jeweils 5000 Taler überweisen. Weil so gehört sich das nämlich. Jetzt haben wir nämlich 8 Leben, ja doch. Wir machen immer wieder Plus hier. Aber wenn wir Leben verlieren, der Konto steigt. Du Sack! Nein! Ja, sag mal. Ja, jetzt haben wir es vercaked hier an der Stelle. Das wäre nur das Leben gewesen, ist jetzt. Ach, scheiß Ding, du! Der Kackfrierbär! Jesus! Dim 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 dim. So, schwupp. Nein! Nein! Warum? So. Verweisbilder sind im Discord. Ich gucke. Gucke. Und Discord hier, da. Ach, bei mir, nicht bei euch. So. Yay, Gönnung. Gottes Willen. Voll die Gönnung. Ja, da muss man natürlich
Das war ja mit Unkosten verbunden, deswegen muss man das schon natürlich machen. So. Oh, ich hab den Namen vergessen. Oh Mann! So. So. Nicht schlecht, bin begeistert. Hui! Ups. So. Nein! Die Plattform. Gott. Manchmal ein bisschen unpräzise von der Steuerung. So ein bisschen. Ja, sag mal. Du doofer Mick. Mick-Mack. Mick-Mack. So. Datteltal, ja, 1 zu 1. Mindestens, eher. Taler sind noch mehr wert eigentlich als der Euro. Das muss man ganz klar sagen. Na, sterb! Oh. Ich sterb, aber mach Leben wie ein Großer hier. Ich bin schon bei 7 Leben. So. Tschüss, du blöder Bär! So, jetzt werde ich das Level übrigens schaffen. Das ist zu 100% versprochen. Weil wir es können. Mit Karte natürlich. Ja, selbstverständlich! Hallo? Hahaha, hättest du gedacht. Ich hab mich fett! Ich hätte 99,9 sagen sollen. Das ist aber vielleicht ein Scheiß-Level hier direkt. Eisscheiß-Kack da. Habt ihr, Frierbär. Biber, Friebär. Verschwinde! Ach Gott! Nein! Ah, diese blöden Plattformen hier. Das Spiel neigt zum Aggressionsverursachen. So, du bist wieder da. Versuche es jetzt einfach mal so. Und es gelingt sogar. Miau, miau. Du, 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 du. Neun Leben! Wo wir in einer Tour verrecken hier. Geilst. Wir farmen. Wir farmen wie die Großen. Gleich sind wir zweistellig im Lebenbereich. Ist das nicht geil? Das ist nicht so geil. Die Plattformen sind doof. Yep. McKid ja, logisch, können wir drüber reden. Machst du die Global Gladiators DLC, dann
Dann sprechen wir eine Sprache, dann machen wir das. Nimm das Ding. Ach, Spiel, warum? Machst du in Welt 2 schon so gemeine Levels? Das kannst du mir doch nicht antun. Schick, Minge! Wie lief's gestern beim Basti? Ich weiß gar nicht. Hab's nicht so richtig mitbekommen. Ich arbeiten musste, weißt. Hier zu Hause um kurz nach 3. Ich hab da nicht mehr so viel mitbekommen. Was ich mein, bis gestern Abend irgendwann ging das Ganze. Blödes Ding! So. Muss man mit dem Schwung drüber rennen, sonst landest du nicht auf der anderen Seite. Kein Problem, kein Ding. Kein Ding. Das ist doch ein Ding. Das ist ja vielleicht ein Ding, du. Würdest du mal dein Arsch da hochkriegen, so. Endlich. Braucht doch die Karte. Zehn Leben. So. Schlimmste, diese Schneeplattformen sind grausam. Okay, das war nix. Oh Gott, das wird doch eh wieder nix. Ja doch. Diese scheiß Schneedinger! Was ein Scheiß! Ja. Das ist ein Level, du! Scheiß Schneedreck! Gott! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Komischer Frierbär da. Ich will nur ein Herz. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das funktionieren, du? What? Ja, komm. So. Das ist anstrengend, du. Ja. Trigger zu viele Sounds. Die sind auch voll günstig bei mir. Hallo? Sind ja fast geschenkt. Platz 8. So nice. Lacor! Seht, wir haben nächsten Sonntag auch noch Spaß mit diesem Spiel.
Du scheiß Bär, hopp! Frierbär. Hier bei uns in Hessen sagt man Frierhutzel. Zu einem verfrorenen Menschen. Alter! Warum hab ich jetzt einen Schneeball in der Hand? Will ich doch gar nicht. Ich sag mal. So. Ein paar Schulkebär, genau. Zwölf Leben inzwischen, wo wir ständig sterben. Und ja, weil wir ständig sterben, deswegen. So, yay, schon. Ist das herrlich. Ich will doch einmal da hochkommen. So. Unverfroren ist er nicht, nee. Unverfroren ist auch so ein schönes altmodisches Wort. Oh ja, wobei. Wir haben es geschafft. Warte mal, müssen wir erstmal. Du Scheißbär! Ich sehe gerade, was der Insider postet. Dieser Raum ist jetzt nicht mehr im Nur-Follower-Modus. Dieser Kanal ist nicht mehr im Nur-Slow-Chat-Modus. Ich war nie im... Egal. Twitch halt. Ich habe hier Discord nebenbei. Ich sehe gerade, wenn da was Neues reinkommt. Twitch ist. Hopp da! Bald stream ich und Twitch zeigt an, dieser Kanal ist nicht mehr verfügbar. Soweit kommt es bald. Das ist ein Scheiß. Oh Mann. Mal kurz, so. Yes, Sarma. Passt schon. Passt schon. Leben. Langsam haben wir es raus, ne? Ja, das wäre ja episch, möchte ich fast sagen. Ja, 15 Leben, 15 in MacKids. Ich wäre narrig. So, geht's jetzt hier weiter? Ja, wenn ich das wüsste. So, weil ich nicht weiß, wo ich hier hinspringe, mache ich jetzt ein Quick Save hier, weißt du? Weil sowas. Komm mal. Ach so, da sind wir jetzt wieder. Ich kann es auch dementsprechend wieder quick loaden. Sehr quick. Ich kann. Ja, aber ich finde ein Spiel nicht gut, wo einem einfach irgendwo hinspringen lässt. Das ist so ein Unding vor dem Herrn hier.
So nicht. Bräuchte ich einen Stein. Ja, warte. Nee, es geht ja nicht. Aber ich kann es probieren. Nicht so, mein Freund. Ich habe jetzt den Stein und werde ihn benutzen. Jetzt holen wir uns eine ganz große Scheiße hier. Ja. Ein paar Ems. Okay. Früher war das üblich, Quicksaves zu benutzen. Das ist ein Relikt aus den 80ern. Ist halt so. Blinde Sprünge, ja. Nee, ich finde das nicht gut. Man muss schon wissen, wo man hinspringt. So, jetzt mache ich hier nochmal einen ganz normalen Save. Was denn? Was ist das für ein Kack? Save the fucking state, please. So, wir sind in der Höhle. Und der Frierbär ist auch wieder da. Und sitzt auf dem Eishockey-Puck. Das ist ein Leben. 16 Leben. Wie geht's denn dahin? Die ist gleich voll. Oh, das ist schon das Ziel, aber ich brauch doch eine. Da ist eine Karte. Hier geht's irgendwie nach oben, sagt er. Ich soll noch nicht blind ins Ziel rennen. Nein! So, jetzt muss ich die Karte hier. Oh Gott. Ja, hab sie! Ja, nice! Gotcha! Das war jetzt schnell. So. Ich weiß gar nicht mehr, was man hier schmacht. Man muss nach oben irgendwie. Jetzt möglichst die Pfeile nach oben erwischen. Sag mal. Ja. Das ist gleich ein scheiß Bonusspiel. Wir hatten, ja, noch schlimmer als das in Mario World. Ey. Dieses unlogische Ding da. Arsch. Mega, ich hab 16 Leben. So. Und die Augen. Die Augen. Die Augen. Die. Ah, schön. Die Augen von ihm. Hier. Na? Na? Komm ich da irgendwie hoch? So. Ist ja kaputt hier. Was ist das denn? Okay. Da haben sie. Ah, du Depp. Krieg ich da. Komm ich da hin? Blöde Gurke! So, da will ich hin. Hm.
Ich bin doch gesprungen! Mann! Und hör auf, immer zurückzulaufen. Jetzt sehe ich ja erst, dass wir jetzt gerade den anderen Charakter spielen, den Mac. Hat jetzt plötzlich gewechselt. Das ist das erste Level mit ihm, oder? Ich glaube ja. Blöder. Weiße Wolken, ja, möglich. Möglich. Vielleicht deswegen. Fuck you, du Fucker. Ah. Diese Gurken-Heinis. Diese gurkigen Gurken. Du Blöder. Genau, geht doch. Jetzt springt er direkt hoch. Ja, irgendwie denke ich die ganze Zeit, da hinten gibt es noch irgendwas. Ja. Zum Beispiel. So, die sind so schlimm als die Hasen in DuckTales. Bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Scheiße. Ich geh jetzt hier direkt die Richtung. Genug Ems eingesammelt. So. Oh, lieber eine Karte. Hui. Tja, da oben. Warte mal, kommen wir da nochmal hin. Das ist M, das ist die Karte. Die Karte. Moment. Kommen wir jetzt nicht mehr hin. Haha, verkeckt. Okay, die Karte ist da. Ups. Pause wollte ich jetzt nicht drücken. So, 100 Ems haben wir. Das heißt jetzt nicht hier, sondern hier. Läuft. Läuft. Hau ab, du dummes Gurken-Ding. Schlimmste Gegner im Spiel. Der Gurken. Ja, nice. Bonus Game. Vielleicht klappt es ja diesmal.
So ein Scheiß. Was? Diese Mac-Kids sorgen für unnötig viel Freude und Befreiung. Ihre sorglose Haltung heilt sofort alle emotionalen Turbulenzen. Das habe ich vor dem Stream auch schon mir gesagt. Ich sehe mich hier bestätigt. Und hallo, hey, it's Abraham. So ist es halt. Ich kann das nur absolut bejahen, was du da ausführst. Es ist so. Deswegen muss man das auch in gewissem Sinne anprangern. Auch hier das bewusste Töten eines Geschöpfes mit Untertemperatur finde ich jetzt nicht so moralisch vertretbar. Siehst du, mach das direkt wieder. Aber so ist es nun mal. Ui. Das rächt sich dann direkt. Oh, die wollte ich eigentlich haben. Ding? Dann brauche ich eigentlich nur noch 9 Leben. So. Na, die brauche ich auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay. Karte haben wir. Dann ist ja alles... Oh, gut, wollte ich gerade sagen. Hey, nein! Komm, ich mir auf Pause? Weiß nicht. Schön. Danke, Spiel. Weil es so schön war und wir noch viel zu kurz in diesem Level bisher verbracht haben, dürft ihr euch das Ganze als Bonus noch einmal anschauen. So nämlich könnte das funktionieren. Ah, der Typ ist ja auch noch da. Ein Frierbär ist auch wieder da. Ich wollte gerade noch einen Stein holen, aber wenn ein Frierbär natürlich sofort wieder da ist. Brauche ich einen Block. Ach, nein, nicht! Nicht! Komm ich jetzt hier nochmal hin? Ah. Ja. Okay. You found a card for Birdie's Clubhouse. So, wir haben alles, was wir brauchen. Ist schon mal gut. Dann nur noch in Welt 6. Level 6. Dingens. Okay. Das war ein weiter Abflug. 2 Leben direkt. Das ist gut. Können wir auch wieder farmen wie blöd. Können wir farmen wie die Bekloppten. Ich denke, dass... Gut, wir haben
Können uns ja mal überzeugen, ja gut. Nix verloren, also ein Leben können wir auf jeden Fall mitnehmen. Wobei, vielleicht geht das sogar. Dass wir beide mitnehmen. Es geht. Boah, hier können wir richtig auf. Hier können wir richtig hochgehen. Gee. Finde ich nett. Spiel ist nett. McDonald's hat ein Herz. Weisheit des Abends. Okay. Ups. Burger Farming Simulator, genau. Vorsicht. Der fiese Block. Und der M-Block. Ich will gar keine Karte mehr brauchen, aber Fleißaufgabe, Strebe. Wir sind ein Strebe. So, zurück zum Kollegen Ronald. Nee, ist ja nicht zu Birdie. Birdie ist hier am Start. Great, you found five of my puzzle cards. Now go quickly to the cliffs. Maybe you can find Hamburglar there. Following Birdie's directions, Mick and Mac look for Grimace, and his big purple house. Er hat was von Barney irgendwie. Oder ein kaputter, ein verstrahlter, Upur-Tentakel. Könnte auch sein. Do I saw Hamburglar running through there, but I don't know where he went. If you can find three of my puzzle cards, I will build you a path to the lake levels where you might find more cards. So. Hier nochmal. Hä? Where lives Mather? Purple Anal Plug. So ist es. So ist es. Hallo! Wer denn? Ah! Komisches Ding. Oh, cool. Lebenskonto hat schon ein bisschen gelitten, ey. Fast sind wir unter 10 gewesen. Das geht ja nicht. So, jetzt bräuchte ich irgendwann mal eine Karte. Wo immer die ist. Du blödes Ding. Es ist der wieder. Dummer Fuckbär. Oh nee, verkeckt. Okay, da habe ich keine Chance mehr. Purple-Typ, der ist sogar hier auf der Verpackung drauf. Wie viele Welten hatten das? Ich weiß es gar nicht mehr. Sind in der dritten bereits, glaube ich. Dritte?
Ich weiß ja. Oh, ich sehe gerade, auf Discord wurde er gepostet. Ja, der sieht sehr originalgetreu aus. Hat man gut hinbekommen. Für 8-Bit. Genau, Grimasse. Grimes. Grimes, der Ghoul. Aha! Sieh mal, einer guckt. Oh, die Karte! Ja, schön. Ja, ist doch nice. Und Bär nervt nicht. Wow. Weg. Oh, das ist ein Leben. Da war ja das Leben. Mein Leben! Kann ich das noch erreichen? Ich fürchte, nein. Gut, lassen wir es gut sein. Du dummes... Ach, du... Jetzt. Ah, Mann. Sprechende Plugs sind die Zukunft. Hab letztens Analplugs mit LEDs drin gesehen. Haben die Damen mit Rock dann Unterbodenbeleuchtung. Ja, natürlich. Hallo Lady, haben Sie RGB im Schritt? Pschu. War ja nur eine Frage. Ui. Shit. Ihr Discord, ja, ich sehe es schon. Oh, die Winnie deeskaliert gerade direkt. Oh, oh. Warum nicht so einen schönen Alpenföhn RGB-Kühler einbauen lassen? Hat man in den Sommertagen direkt mal frische Luft unten. Noch okay. So, muss ich hier mal spielen, bevor es hier noch mehr eskaliert. Hey. Jumpy. Okay. Okay. Die 1. Was ist hier? Da ist was. Elchi! Hi, Elchi! Bridge out. Brücke kaputt. Ah, der Karte ist hier. Hi, Elchi! Le Alpenföhn, bist du? Ah! So ein scheiß Ding. Nice. Reach out. Ha!
Hi, Bär. Alles klar? Ach, wir haben die Karte. Wurscht! So, jetzt brauchen wir nur noch eine. Und haben noch 1, 2, 3, 4 Levels dafür. Komisch, dass der hier so wenig will davon. Mir suspekt. Oh, erstmal die 4. Oh, da ist wieder ein. Das ist sogar eine Stelle, die einlädt zum Leben farmen. Das ist ja geil. Was, wir verlieren 1 und machen 2 Leben. Ja, okay. Diesmal nicht. Diesmal sind wir genau ausgeglichen. Aber Level 4 in der Welt hier, muss man sich mal merken, können wir hier farmen. Denn der Kackfisch macht kurzen Prozess, da haben wir eh keine Chance. Farmen wir mal die Blöden, ne? Warum nicht? Farm ich mal wieder 15 hoch. So, 13. Und 15. Ass! Stimmt, die kam auch beim AVGN vor. Guck mal. Noch eins mehr, so. So, jetzt nehmen wir noch mit. Alter! Wobei da gar nicht hochkommen, wenn wir da einmal auf dem Leben sind. Ich bin dumm. Stimmt. Müssen wir direkt rüberspringen. Rein zum Farmen da. So. Gott, was ein Wasserfall. Kriegst du ja. Epilepsie-Alarm. Das ist schon das Ziel. Okay, Karte haben wir noch keine. Gehe ich nochmal gucken. Hey, come on. Da unten ist ein Leben. Da ist noch ein Leben. Wo komme ich denn da jetzt hin? Hier? Dim, 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 dim. Okay, Kackfisch. Kackfisch macht da unten direkt kurzen Prozess. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Schau mal hier oben mal. Hier wird was sein. Ah, könnte sein. Ja, nice. The Plattform. Was macht denn die für komische... Seltsame Bewegung.
Ah, deswegen. Alles klar. Okay. Größte Kackfisch ist SMP3. Ja, geht doch. So schlimm ist der auch wieder nicht. Man kann mit ihm leben. Müssen viel mehr Burger und Pommes vorkommen. Ja, dann wäre es wieder zu viel Werbung. Man wollte es ja ein bisschen dezent halten. Wobei, wegen mir hätten sie auch richtig viel machen können. Volle Pulle. Ah, okay. Ich weiß, wo die Karte ist. Du Sack. Ah, Jesus. Oh, shit. Komm, schnell jetzt nochmal weg. Huia. Wir müssen zurück. Alter, warum? So kannst du doch nicht tun. So Energie-Nachfüllmöglichkeiten gibt es hier gar nicht in dem Spiel. Ich meine, gut, die Levels sind extrem kurz. Meistens braucht man sowas nicht. Aber jetzt wäre es schon ganz nice. Nice to have. Oh, leck. Wie soll man das denn schaffen hier? Cool. Direkt auf der Karte. Hopp her. Komm an. Wow. Zweite Karte. Das war schon viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Nice. Ah, das war Professors Workshop-Karte. Das zweite. Okay. So, fünf. Man geht zur 5. Da lang? Nö. Hä? Hä? Ah, ich glaube, ich muss erstmal ihn besuchen, ne? Sprengt er die Brücke jetzt? Good job! Now find a total of 5 of my cards and I will make you path that will lead you down to Professor's Workshop. Okay. Was? Ich brauche noch eine. Ach Gott. Ich brauche noch eine Karte. Auch noch eine Karte. Wo war denn jetzt eine? Wo haben wir denn eine übersehen? Oh, stimmt. Ich dachte, wir hätten genug. Irgendwo brauchen wir noch eine. Toll. Cheat? Irgendwo noch eine mitnehmen.
vielen Level sind zwei Stück. Ich weiß nicht, ob in jedem Level zwei sind. Vielleicht da oben. Hm. Dachte vielleicht da oben. Hm. Kack. Mal probieren. Oben, wie soll man da hinkommen? Mann. Hm. Nee, ich glaube, dem ist nix. Tja, wer weiß, wo die jetzt fehlt. Ich glaube, im ersten ist nix. Ich glaube, es ist noch nicht in jedem Level 2. Das ist. Vielleicht hier. Verwirrend. Bridge out. Watch out, bridge out. Hm. Ui. Shit. Alter, ist der komisch. Ja, nice. Gleich hier. Da waren wir vorhin nämlich gar nicht. Ja, da ist sie! Geiles Ding! Jackpot! Ich dachte, das dauert jetzt 5 Stunden. Ne, da steht immer noch Cards needed 0. Er sagt nur, ich habe eine Secret Card gefunden. Alter. Macht der da was? Keep searching for the cards to my puzzle. Sag mal. Der Brate, der ist echt gut, ja. Kann man echt empfehlen. Beim Pfirsich schmeckt er wie echte Pfirsich, nicht wie künstliche Pfirsich. Also, ist gar nicht übel. Ich mach noch eine halbe Stunde. Maximal. Den Rest spielen wir dann nächsten Sonntag weiter. Ich denke, wir werden heute nicht hier durchkommen. Ich weiß, du willst Resi spielen. Ich mache nicht mehr lang. Bin gleich fertig für heute. Resi-Demo. Wow! Der hat sich verhakt. Ich glaube, in dem Level ist auch nichts. Pfirsich. Ich hatte auch Wassermelone, auch nicht schlecht. Und Preis geht eigentlich. Halber Liter für 1,50. Jetzt nicht übermäßig teuer. Ah, du streamst das Ganze. Ah, okay, dann hosten wir direkt zu Divinity. Nach dem Ding. Ab 19:30. Sehr gut. 19:30, genau. Ich glaube, in dem Level ist es nicht. Gucken wir nochmal.
waren die drei. Obwohl, da hatten wir drei, haben wir ja schon. In der 3 haben wir ja schon 2 gesammelt. Das heißt, es kann nur in der 1, 2. 1, 2 oder 4 sein. Na toll, nur ein Ab. Schon gefreut eben. Ein Geheimnis. Demo, ja, sie ist begrenzt auf eine Stunde. Richtig. Ah, ja. Fisch! Das ist vielleicht komisch. Komisch! Hier? Also in dem Level? Ich glaube definitiv nein. Da ist ein ich fast den Kackfisch gekillt. Ich glaube, es ist irgendwie. Da haben wir es eingesammelt. In der 4 denke ich, ist es nicht. Also 1 oder 2 würde ich sagen, ist die Karte. Ich guck nochmal in die 1. Ich guck nochmal in die 1. Dim. Warte. Da waren wir vorhin oben. Oder? Ach, guck mal. Da ist Reißverschluss. Mit Leben. Mit 2 Leben. Da ist ja auch die Karte am Start. Die Starter am Kart. Ich auch nicht. Schade. Aber hier waren wir ja. Hui. Ja, hätte sein können. Hat aber einer gut versteckt. Warte mal. Das auch nicht. Eine Stunde streamen, das bringt's. Ja, es geht halt nicht länger. Musste ich bei Pet Capcom? Capcom? Resi ist Capcom, ne? Ja. Nee. Ich spring einfach mal hier runter. Hahaha. Gehen sie hinterleben. Wenn die ganze Scheiße nochmal der letzten Karte absuchen. Damit der blöde Purpur-Tentakel-Verschnitt die Brücke freigibt. Ah. Come on. Yeah. Nix. Ich glaube, ich esse gleich noch ein Stück Kuchen. Ich hab Bock drauf. So, le.
da war der Reißverschluss, da waren wir drin. Da ist nichts. Also eine 1, die 1 kann man schon mal vergessen. Checken wir die 2 nochmal. Da dachte ich aber auch den. Moment. Ach, LG nervt nicht. Die haben wir eingesammelt. Hier war eine. Könnten wir am ehesten noch vorstellen, dass in dem Level noch eine zweite ist. Ja, Divini, ne? Warum machst du nur eine Stunde? Mach gefälligst hier noch 23 Stunden, hängst du noch dran, dann machst du einen 24-Stunden-Stream. Dann ist er zufrieden. Gott, das will. Bitte im Marathon. Resi-Marathon. Alle Resi-Teile in 24 Stunden. So. Tja. Unten ist er nicht. Okay. Alter. Wie? Ich kann mir vorstellen, hier oben. Aber da war ich doch vorhin schon, glaube ich. Ich meine ja. Wow. Oh Gott. So. Ah, wing! So. Die da haben wir vorhin. Da war noch ein Reißverschluss da oben. Gab's aber jetzt auch nichts drin, was. Nö. Ist denn die Scheißkarte? China ist auf. Zwei ist sie wohl auch nicht. Doch die vier? Ich glaube, wir sind noch hier, weil das ist so ein bisschen ein Level, so ein bisschen verzweigtes Level. Da ist ein Zipper, da ist ein Zipper. Ja, da ist ein Schiff und ein Fisch und ein. Ein Schiff und ein Fisch. Och, der arme Schiff. Der arme Schiff. Kennst du das? Der arme Schiff. Ach komm, runter. Ach du Scheiße. Hier los. Alter! Ich Eskalation! Alter! Schiff! Echt dein Scheiße. Aber da könnte was sein. Könnte was gehen. Am Anfang nächste Woche muss ich erstmal wieder Leben farmen. Dass wir hier überhaupt ein bisschen zu Rande kommen. Ist das hier gewesen? So ein Scheiß. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Mann! Das muss man merken, wo war denn das? Meine ganzen Leben weg. Jetzt habe ich es verkackt.
Spiel ist es bei mir. Ausrufezeichen Spiel. Und das Spiel heißt heute Retro. Wo war denn das Ding jetzt, der Abgrund? Ich bin gerade da hingekommen. Oh. Oh, Start Select geht auch, aber da verlierst du ein Leben. Das ist ja nett. Das ist ja übelst nett. Natürlich. Hier habe ich zuletzt gesaved. Okay, mit 16 Leben. Ja, das bringt eh nichts. Ich muss mal gucken, wo hier überhaupt. Bei den zwei Steinen. Bei den zwei Steinen? Eventuell. Nee. Bei den zwei Steinen nicht. Kann nicht sein, wo ich mich. Ach. Wie bin ich denn da vorhin hingekommen? Irgendwo runterspringen, ja, hier nicht. Oder? Oder doch? Nee, sind die zwei Leben. Können wir sogar dreifach Leben farmen? Nee, können wir eigentlich nicht. Wenn wir einmal da unten waren, können wir nicht mehr hochspringen, weil das zu hoch wäre. Also nicht bei den zwei Steinen. Bei diesem einen da? Nee. Muss ich ein bisschen Trial and Error machen, um überhaupt diese Stelle mal zu finden, wo wir überhaupt hin müssen. Moment. Oh, da gibt's nicht mehr ein Up. Komm ich jetzt nicht mehr hoch, oder was? Ui! Nein! Das ist doch... Was ein Kack! Ja, also... Retro-Games sollte man eigentlich immer unter Retro streamen. Selten, dass mal einer unter einem bestimmten Spiel sucht. Immer unter der Kategorie Retro ist besser. Bei der vielleicht? Nee. Ich bin gerade echt verwirrt. Ich weiß nicht mehr, wie ich davon runtergekommen bin, wo das war. Zu diesem Reißverschluss-Dingen. Bei dem? Nee. Da war es auch nicht. Beim Pfeil auch nicht. Sag mal. Geht's aber los. Ich weiß echt nicht mehr, wo das war. Oh Mann. Wo war der Reißverschluss?
Ich beginne langsam zu zweifeln, ob das Level 4 war, aber es war Level 4. Hä? Oder direkt hier am Anfang. Ja, ja, ich sehe es. Danke. Danke fürs Gespräch. So, jetzt brauche ich das nochmal hier. Nee. Speedrun Action, genau. Hier war's! Direkt am Anfang. Summer, wie blitz, kann man say. Nein, nicht das Boot weg! Stell dir vor, du bist in dem Boot und nimmst es in die Hand und gehst dann unter. Ziemlich lustige Situation. Falscher Abgrund. Abgrund 3 ist es. So. Jesus. Heb das Boot nicht auf! Heb das Boot nicht auf! Könnte ein Lied von Freddy Quinn sein. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Otto! So. Ja, da ist aber keine Karte. Leck mich doch! Wie soll man da hochkommen? Ich raff's nicht. Jetzt. Ist ja witzig. Ah, wir sind hier wieder. Da muss doch eine Karte sein, Spiel. Also der Reißverschluss weg. Es ist der Reißverschluss weg. Ah. Gottes Willen. Am A-Spiel. Wahrscheinlich ist es gar nicht hier in dem Bonusbereich da. Kommt man da hoch bei den... Scheißvieh! Ich will nicht wissen, was Divinity von sich gibt. Gerade. Gott, das will... Kommst du da oben zu diesen Ems? Wo ist mein Schiff? Da ist nur ein Lebensblock, aber keine Karte. Level habe ich ja offiziell noch nicht geschafft. Eigentlich müsste da ja irgendwo... Hä? War verwirrend. Wie auch immer, wir spielen das nächste Woche weiter. Und übernächste und die danach. Ab jetzt nur noch McKids! Irgendwie...
Muss man ein Walkthrough von diesem Level gucken, wo hier die scheiß Karten sind. Das ist die Wochenaufgabe für diese Woche. Ah ja, schön. Ah ja, schön. Ah ja, schön. Da sagt das Spiel gut, du hast hier verkackt, aber du kriegst wenigstens noch ein Leben. Es soll dein Schaden nicht sein. Mehr Kids Speedrun, das würde ich cool, das fände ich cool, wenn er das spielen würde. In dem Level gibt es irgendwie gar keine Karte, kann das sein? Ich finde hier nichts. Also kann es nur das Level sein. Guck mal hier. Nix gefunden! Okay. Ja, komm runter! Scheiße. Oh, das noch hier. Die Levels wenigstens abgehakt haben. Jetzt sagt er, Cards needed 1, aber das ist nur so eine Schrottkarte. Glaube ich, oder? Ich überlege am Mittwoch nach Berlin zu fahren, wegen Merkels Ermächtigungsgesetz mich von der Straße kehren zu lassen. Boah! Why not? So, oh, hier ist es. Oder aber vorhin ein Leben verloren und vergessen, die Karte wieder einzusammeln. Das kann doch nicht sein. Ich habe keine Karte übersehen, glaube ich. Das Spiel verscheißert mich hier. Ist auch schwer, hier zurückzukommen. So. Whee. Come on. Schnell ins Ziel. Muss mich gleich übergeben. Für heute ist dann Schluss. Ich bin am Samstag dann erst wieder da. Nächste Woche 20 Uhr mit der Toki wahrscheinlich. Wow. Elchi, tschüss. Bin mal gespannt. Ja, yeah, you found a card for Grimer's Highlands. What? Cardsleen? Jetzt sagt er, ist okay. Warum habe ich die gerade verpasst? Wieder ein Depp. Ich suche die ganze Zeit in den falschen Levels. Good job! Now find a total of 5. Ich habe doch 5 gefunden. Da stand doch gerade Card needed 0. Hä? Jetzt sagt er aber Cards needed 2 wieder auf einmal. Okay, ich. Kann mir mal einer sagen, was der Typ will? Alter, was will der Typ? Jetzt will er noch 2. In den 6 und 5 kommt. Moment. Die 5? Da kommt man da von der anderen Seite runter. Ich raff's nicht. Nee, Junge. Hä? Ja, die sind alle geschafft. Bei der 6 links lang. Bei 5 unten runter. Ja, ich komme ja da nicht da runter. Hä? Was? Was? Unten? Moment. Kann man diese verfickten Wege mal ein bisschen deutlicher zeichnen? Scheiße! Dankeschön. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Machen wir nächste Woche hier weiter. Ich mache hier mal einen Save. Ha! So. Ups. Save.
So, und Dankeschön! Da haben wir das jetzt auch. Ich habe 69 Arches. Okay. Milde Bleiche ohne Chlor. So, ich hoffe, der hat das jetzt auch gesaved. Ihr Lieben, das war's für heute und für mich bis nächsten Samstag. 20 Uhr dann mit Toki. Hiermit geht's dann weiter nächsten Sonntag um 17 Uhr. Wünsche euch eine schöne Woche, viel Spaß bei den Kollegen. Jetzt ein bisschen Horror noch bei Divinity für ein Stündchen. Viel Spaß dabei und schönes Restwochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.